Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, auch heute gibt es natürlich wieder ein sehr interessantes Thema, das ich gerne mit dir teilen möchte. Und bevor wir zu diesem Thema kommen, würde ich mir noch gerne ca. 60 Sekunden Zeit nehmen, um die Events für diesen Monat anzukündigen. Das heißt, falls du natürlich nicht daran interessiert bist, kannst du einfach gute 60 Sekunden nach vorne spulen und hast dann ein werbefreies Video. Für alle anderen, die da Interesse dran haben, können dann ganz kurz zuhören. Und zwar wollte ich ganz kurz im Vorfeld ankündigen, dass für das kommende Retreat, was jetzt am 6.8. beginnt, nochmal zwei Plätze frei geworden sind. Das heißt, falls man nicht auf der Liste steht, kann man sich dafür noch spontan anmelden. Ansonsten wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ja noch in München Ende des Monats ein Live-Zusammensein gibt, was man sich anmelden kann. Anmeldungen immer E-Mail ohne ein zweites @web.de. Und ansonsten wollte ich noch kurz für meinen Kurs werben, der auch Ende des Monats beginnt. Und das passt auch heute zum Videoinhalt, zu dem wir jetzt gleich direkt kommen, unter anderem. Denn dieser Kurs ist spezialisiert auf die Emotionen, die wir leicht übersehen. Das heißt, viele Menschen fragen sich, obwohl ich die Gedanken sehe, warum identifiziere ich mich immer wieder damit? Obwohl ich alles weiß und verstehe, wieso gestaltet sich in meinem Leben alles immer anders? Ja, das ist, wenn man die Emotionen nicht fühlt, wenn man sich mit Emotionen identifiziert, statt sie bewusst zu fühlen. Das ist das zentrale Thema letztendlich der Beendigung der sogenannten spirituellen Suche. Und das ist halt diesmal gezielt das Thema auch bei meinem neuen Kurs, für den man sich dann noch bis Ende des Monats anmelden kann. Ohne ein zweites .com findet ihr alles. So, das war's. Ich hoffe, ich lag noch knapp unter 60 Sekunden. Na, meine Stoppuhr, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber gut, können wir mal schauen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Videoinhalt. Und zwar geht es natürlich darum, erstmal um das Grundverständnis, vielleicht das nochmal kurz aufzuzeigen. Es ist natürlich vielen Menschen mittlerweile klar, aus eigener Beobachtung, dass so wie wir denken, so fühlen wir, wie wir fühlen, so wirkt es sich auf den Körper und auf das Umfeld aus. Und dann ist es natürlich klar, wenn im Kleinkindalter die sogenannte Basisidentifizierung scheinbar passiert, ich benutze das Wort scheinbar mal, weil es ist immer noch Einheit, es ist immer noch Sein, das als identifiziert sein scheinbar sich zeigt. Letztendlich gibt es nur Einheit. Das, was hier passiert, ist keine wirkliche Hilfestellung, es ist eher eine scheinbare Hilfestellung, denn wenn letztendlich erkannt wird, die wahre Natur von allem, dann war das hier schon Liebe, war das hier schon das Sein als suchendes Sein und nicht wirklich eine Beratung von Lehrer zu Schüler oder wie man es auch traditionell in Indien kennt, Guru zu den Schülern. Das gibt es alles in Wahrheit gar nicht. Das Sein ist kein Fehler. Alles ist bedingungslose Liebe und Ende. Das wollte ich nochmal kurz reingefügt haben. Aber im Fall der sogenannten Identifikation, solange es sich als Identifikation scheinbar zeigt, da ist es so, dass wenn zum Beispiel durch die Basisidentifizierung die Identifikation halt dann da ist, dass dann automatisch Glück, Freude, Liebe, Erfüllung nicht mehr selbstverständlich zu sein scheint. Und dann beginnt natürlich die Suche. Man sucht natürlich erstmal auf der äußeren Ebene. Und suchen ist Mangel. Suchen ist nicht haben. Suchen ist etwas fehlt. Also strahlen wir etwas aus, das Mangel ist. Das Gedanken erschafft, die sagen, Mangelbewusstsein, suchen, finden, haben, erreichen. Das hat natürlich alles seinen Platz. Das Sein als Menschsein ist schöpferisch. Und wenn man halt Weltmeister werden will, muss man trainieren. Wenn man irgendwas praktizieren will, kann sein, dass man was studieren muss oder dass man hier und da üben muss. Ich meine, auch auf relativer Ebene geht das ewig so weiter. Selbst wenn jetzt scheinbares Erwachen passiert oder genauer gesagt scheinbare Suche durchschaut wird, ist es ja auch so, guck dir ein Video an von einem Lehrer als Beispiel aktuell und dann guck dir 10 Jahre später ein aktuelles Video an und guckt euch die Aufzeichnung von vor 10 Jahren an, dann merkt ihr auch, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Das heißt, auf relativer Ebene entwickelt sich das Sein in Form von Optimierung bis zum letzten Atemzug weiter. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass alles vollkommenes Sein ist. Das heißt, Vielfalt, Entwicklung, Kreativität, Verbesserung, Optimierungen, das passiert nicht einem Ego, das sich daraus ein Selbstbild bastelt und sich wundert, warum reicht das alles nicht? Warum reicht es nicht? Schon 5-mal Weltmeister, warum reicht es nicht? Nein, nein, es ist alles Einheit. Das ist die Quintessenz.
Das ist die nicht-konzeptuelle Erkenntnis. So, und bis dahin will ich nochmal darauf aufmerksam machen, weil es geht ja auch um das Thema Emotionen, wie ich es schon in der Werbung erwähnte, dass Suchen Mangel ist. Das Gefühl, noch nicht vollkommen zu sein, ist Mangel. Und jetzt musst du verstehen, wenn du dann aus diesem Frequenzbereich, wir teilen die Einheit, ich spreche natürlich jetzt in diesem Video relativ, genau, ich mache jetzt hier nicht alles im sogenannten non-dualen Stil, weil ich gerne etwas auf diese Weise erklären möchte. Und auf dieser Ebene, wenn wir da jetzt anfangen, es optimieren zu wollen, müssen wir uns klar sein, dass der Ausgangspunkt, der Startpunkt Mangel ist. Das heißt, oh, Frieden und Glück ist nicht selbstverständlich, also suche ich. Suchen gleich Mangel. Und dann hat man in der Welt die Dinge, die man erreichen kann, die man schaffen kann, die man machen kann. Aber Gott ist kein Fehler, das Göttliche ist kein Fehler. Sie werden nicht reichen. War aber gut, dass es passiert ist, weil letztendlich, wenn die Suche abfällt, braucht es ja auch eine Form, aus der du zum Wohle aller wirken kannst. Und die hast du dir ja durchs Ego auch gut aufgebaut. Das heißt, nichts passiert umsonst. Identifiziert sein und daraus bestimmte Dinge erschaffen wollen, getrieben sein oder motiviert sein, durch die Identifikation sich eine sogenannte Form zu erschaffen, durch die nachher das Sein bewusst wirkt, mal alles relativ gesprochen, ist nicht zufällig so. Das heißt, alle Propheten waren mal identifiziert und gingen in die Wüste, in die Berge, bis die Erkenntnis war und haben so auch schon die Grundstruktur als Menschsein scheinbar aufgebaut. Ne? Nur mal so dazu. Dann, wenn auf der Ebene es logischerweise nicht zu finden war, was natürlich der perfekte Weg ist. Jetzt bedenkt, es gibt Menschen, die haben nicht scheinbar, weil das Sein so ist, wie es ist, nicht weil es verschiedene Menschen gibt, die verschiedene Schicksalsschläge haben. Alles ist, wie es ist, weil das Sein so ist, wie es ist. Ne? Nur um das nochmal klarzustellen. Es gibt aber Menschen, die haben nicht halt den Weg, dass sie danach streben und die sagen dann, ja, ich habe mal so ein Video gehört, aber brauche ich alles nicht. Ich bin auch zufrieden, weil ich ein, was weiß ich, weil ich ein Haus habe, habe noch ein Auto, worum ich tiefer gelegt mit breiten Reifen und das fährt schnell und das reicht mir alles, so als Beispiel. Das war jetzt die männliche Version vielleicht als Beispiel. Ja, das hat was mit den Emotionen zu tun. Es braucht einen gewissen Bewusstseinsfrequenzbereich, um überhaupt Negativität bewusst fühlen zu können. Zu merken, dass im Leben etwas nicht stimmt, dass man unglücklich ist, das setzt schon mal eine Art Bewusstsein voraus, dass man überhaupt fühlen kann, etwas stimmt nicht. Das heißt, es gibt Menschen, die können auch den ganzen Tag denken, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich brauche diesen ganzen Quatsch nicht und so weiter und alles ist super. Ja, das kann man denken, das kann man machen. Aber wenn man mal 24 Stunden so einen Menschen aufnimmt, wie gesagt, das Sein ist keine Dekoration, es ist Einheit, das ist alles, was ist. Also auch das, dass man denkt, dass man glücklich ist, ist auch Einheit letztendlich. Dann wird man merken, die Emotionen werden nicht bewusst gefühlt, sondern man ist damit identifiziert. Und das sind dann nachher auch bei diesen Menschen die Schicksalsschläge oder man sieht es manchmal auch am Gesicht sehr gut. Wie geht's dir? Ja, super geht's mir, aber man sieht es schon. Und dann gibt es ja diese Studien, je nachdem, welchen Frequenzbereich man viele Jahre ist, dass auch dann der Körper das reflektiert. Dann kommt irgendwann mal das Lifting ins Spiel. Und dieses Beispiel von Bewusstsein, ewige Jugend, das ist nicht ganz wissenschaftlich daneben. Also das soll jetzt kein Ziel sein, was man anstrebt, aber der Körper ist natürlich energetisch beeinflussbar. Und so kann man im Innen und Außen immer erkennen, wenn Menschen unbewusst sich mit Emotionen identifizieren, dann fühlen sie manchmal gar nicht, dass sie unglücklich sind. Und dann denken sie, dass sie glücklich sind. Und dann sieht man es im Außen sehr deutlich und an den Umständen und so weiter. Das muss aber jeder selbst sehen. Das ist natürlich nicht deine Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen. In der Resonanz kommen die Dinge automatisch so, wie sie passen. Vor vielen Jahren habe ich auch versucht, viele Menschen auf diesen Weg zu bringen, wo ich selber noch auf der sogenannten Suche scheinbar dachte zu sein. Dachte. Und habe natürlich sehr schnell gemerkt, nee, nee, das hat was mit Resonanz zu tun. Da kann man keinen überzeugen, der nicht selbst überzeugt ist. Gut, jedenfalls, wenn auf der äußeren Ebene dann schicksalhaft bedingt versagt worden ist, man hat sich was aufgebaut,
Man ist dankbar für alles irgendwo, aber es reicht nicht. Dann sind wir auf der spirituellen Ebene. Und dann sucht man aus demselben Frequenzbereich, wie ich es oft schon sage. Und da merkt man auch nicht, dass Suchen Mangel ist. Da merkt man auch nicht, ja, ich suche danach, dass ich die Präsenz fühle, die Stille fühle, die ist so angenehm und dann geht sie immer. Warum geht sie nur? Und dann setze ich mich 3 Stunden auf einen Berg, wo ich keine Ablenkung habe. Und dann ist sie auch da und dann gehe ich in die Stadt wieder und dann kommt wieder die Ablenkung. Einer nimmt mir die Vorfahrt und ich bin sauer. Oder einer sagt mir, was ich zu tun habe und so weiter. Das bedeutet, es ist die Identifikation, die das natürlich bewirkt. Und dann gibt es natürlich die Vertiefung bei gewissen Menschen, die dann sagen, ich kann aber meine Gedanken sehen. Ich sehe genau, jetzt kommt die Story der Welt, die Story der Spiritualität. Ich lasse beides vorbeiziehen, aber trotzdem immer wieder packt mich die Story. Immer wieder falle ich da raus. Warum nur? Ja, und dann kommen wir schon zum Hauptthema des Videos. Fühlst du dann auch die Emotion? Oder hast du dich nur auf die Gedanken spezialisiert? Den Körper wahrzunehmen ist relativ einfach, ist vielleicht das Einfachste. Dann kann man gucken, zappelt man mit dem Bein, sitzt man bequem, wartet man auf irgendwas, dass man denkt, so, ich bin jetzt absprungbereit. Und nein, dann kann man schon mal bemerken, hey, machen wir richtig bequem und relax. So, das ist die erste Frequenzanhebung. Man nimmt den Körper wahr und entspannt sich. Dann werden die Gedanken auch automatisch harmonisch. Wenn der Körper keine Spannung hat durch eine unnötige Haltung oder durch falsche Lebensweise, wird der Geist auch automatisch ruhiger. So, den Geist, also die Gedanken kann man dann relativ leicht wahrnehmen. Und mit dem Körper in Verbindung, das Umfeld, klar, da kann man gucken, ey, da ist ja ein Baum, den habe ich nie gesehen. Ich laufe da jeden Tag dran vorbei. So, man muss kein Fan von Bäumen sein, obwohl ich kann euch sagen, in der Bewusstwerdung fängt ihr an, die Natur zu lieben. Ihr liebt sie wirklich. Die Natur ist eigentlich nicht Dekoration. Sie hat auch einen Sinn. Aber wenn dann die Emotionen kommen, die sind wie eine Flutwelle. Wumm, können sie einen wegreißen. Und das ist halt die sogenannte Königsklasse, die Emotionen zu fühlen und sich damit nicht zu identifizieren. Und dann kommen die Gedanken, mit denen man sich identifiziert, die sich dann als falsches Ich repräsentieren. Die sich von mir aus als eine Art spirituelles Ich repräsentieren, die dann sagen, ja, jetzt bin ich schon so bewusst. Das heißt, ein Gedanke denkt, man identifiziert sich mit einem Gedanken, den man eigentlich wahrnehmen kann. Man kann sich ja nur mit Dingen identifizieren, die man wahrnehmen kann. Man kann sich auf relativer Ebene gesprochen nicht mit der Wahrnehmung identifizieren. Die kann man ja nicht wahrnehmen, die Wahrnehmung. Das, was alles sieht, kann sich selbst nicht sehen. Aber man kann sich mit einem Gedanken identifizieren, der denkt, ich sehe. Und dann übersieht man den Gedanken, der denkt, ich sehe. Und dann ist man wieder identifiziert. Und irgendwann kommt der Punkt, da siehst du auch die subtilen Gedanken. Ah, da ist der Gedanke, der denkt, ich kann die Energie fühlen, die Präsenz fühlen, obwohl sie ohne ein zweites ist. Ah, der Gedanke denkt, ich kann alles sehen und so weiter. Aber die Emotion, die wird dich rausreißen aufs Meer. Die hohen Wellen wirklich sind, nicht die kleinen. Und das ist die sogenannte entscheidende Prüfung. Kannst du der stärksten Frequenz auf relativer Ebene gesprochen widerstehen, da noch die linke hinhalten? Und das sind die Emotionen. Weil Gedanken wahrnehmen von ich bin traurig, ich bin depressiv und ich bin wütend, das sind nur leere Schablonen. Wenn der Körper hier und da mal ein bisschen piekst, okay, das kann schmerzhaft sein, kann man aber noch ertragen mit ein bisschen Übung. Aber richtige Wut fühlen, Trauer fühlen, Eifersucht, Zorn und Hass, also wenn die Emotionen richtig in diesen Bereich gehen, das bewusst zu fühlen und nicht davor wegzulaufen. Ich rede hier von bewusstem Leiden. Das spirituelle Ego, das denkt, es gibt eine spirituelle Suche, die es in ein paar Jahren meistern kann. Dieses spirituelle Ego, der Ich-Gedanke, der denkt, ja, ich brauche dafür ein bisschen Zeit. Wenn ich 10 Jahre unbewusst gelebt habe, kann ich nicht jetzt oder nie das schaffen. Ich rede gar nicht mit dir als Ich-Gedanke. Der Ich-Gedanke, mit dem rede ich gar nicht. Diese Videos sind deshalb auch nicht zur Umsetzung gedacht, weil ich diesen Ich-Gedanken gar nicht getrennt von der Einheit belehren könnte, weil es nur Einheit gibt und die braucht keine Belehrung. Das Video ist Einheit, ein scheinbares Video.
Das heißt, es geht gar nicht um diesen Ich-Gedanken, relativ gesprochen. Der kann noch nicht mal atmen und die Hand heben. Das passiert automatisch und übrigens vom Körper heraus. Der Ich-Gedanke kann noch nicht mal essen und trinken. Und der Ich-Gedanke kann auch nicht schlafen. Der kann eigentlich gar nichts außer kommentieren. Und das kann er auch nicht, weil der Ich-Gedanke, der passiert aus dem Nichts heraus. Und da gibt es keinen Ich-Gedanken, der sich aussuchen kann, wie er erscheint. Also kann niemand denken, was er will und wollen, was er will, auf der Basis der Identifikation heraus betrachtet. Ihr könnt euch die Videos mehrmals anschauen. Ich rede jetzt aus Zeitgründen etwas schnell und alles so ein bisschen am Stück. Das kann man natürlich selektiert sich mit der Zeit immer wieder anhören. Das heißt, die Emotion bewusst zu fühlen, ist nichts für ein spirituelles Ego. Das sagt, ich will nicht leiden. Aber das ist der Weg, bewusst das Karma zu durchleben. Karma, sag ich, ist die Dinge, die man unbewusst getan hat, noch einmal bewusst durchleben. Fertig. Nicht den ganzen Tag, nicht 2 Minuten lang, nur jetzt oder nie. Es geht nur um jetzt. Es gibt keinen anderen Augenblick als diesen. Die spirituelle Suche begann aus einem Missverständnis scheinbar jetzt und sie wird auch jetzt durchschaut. Wir brauchen hier nicht davon zu reden, dass der spirituelle Prozess 5 Sekunden brauchen muss. Nein. Jetzt oder nie, weil es nur jetzt oder nie gibt. Und das ist schon Einheit. Ne? Und so, die Emotion bewusst zu fühlen. Und man muss sie nicht suchen, es kommt von selber. Die Gedanken kommen von selber. Ah ja, da ist die Schallplatte, mit der ich mich jahrelang identifiziert habe. Im Außen nicht gefunden, im Innen nicht gefunden. Gut, das wird jetzt gesehen und kann vorbeiziehen. Dann die Emotion. Ah, da ist dieses schreckliche Gefühl. Das ist übrigens dieses Gefühl, das mich überhaupt dazu gebracht hat, auf die spirituelle Suche zu gehen. Weil wenn ich mich nicht schlecht gefühlt hätte, wozu soll ich mich im Schneidersitz hinsetzen und da irgendwelche Mantras singen? Wozu sollte ich einen Kopfstand machen? Wozu sollte ich überhaupt mich bei irgendjemandem da hinsetzen und dem 4 Stunden zuhören, der nichts sagt? Das heißt, es ist dieses Gefühl, vor dem der Mensch die ganze Zeit wegläuft. Und deswegen versucht er sich da irgendwie durchzumogeln mit bestimmten Systemen. Das hat natürlich alles seinen Platz. Einheit ist kein Fehler. Aber ich will nur die Wurzel nochmal genau erklären. Scharf, genau, ganz scharf erklären. Jetzt stellst du dich und sagst, ah, da sind diese Gefühle, die so schrecklich sind, die mich überhaupt dazu angetrieben haben, einen besseren Weg finden zu wollen im Leben, was seinen Platz hatte. Und dann fühlt man Wut, Hass, Zorn, Eifer oder was auch immer. Dieses Gefühl von, ich habe versagt, was auch immer. Und dann tut das weh. Ja, das hier ist für scheinbar Menschen, die relativ gesprochen bereit sind, stark zu sein. Das ist nicht etwas, wo man. Also Menschen, die sagen, nee, ich will nicht leiden, das könnt ihr vergessen. Dann lauft weiter weg. Widersteht nicht dem Bösen, heißt es auch. Der Kreuzweg und so weiter. Einfach fühlen. Und auf einmal merkt man, wenn man es bewusst wahrnimmt, es ist unangenehm, aber es ist aushaltbar. Und dann lässt es sofort nach. Und dann denkt man sich, wegen dem Gefühl so viele Umstände gemacht, die Suche nach Freude ist viel schwieriger gewesen, als einmal das zu fühlen. So eine Erkenntnis könnte kommen. Und dann, wenn die Bewusstheit dann so präsent jetzt ist in dem Moment, präsent ist, und man durchschaut die Gedanken, man fühlt die negativen Emotionen, die einen haben, auch immer auf der Stelle treten lassen, kommt der Körper wieder in Ordnung. Der Energiefluss fließt wieder im Körper. Er wird nicht mehr blockiert, dadurch, dass man sich mit den Emotionen identifiziert. Die Energie der Emotion, der Negativität steht jetzt wieder zur Verfügung für andere Dinge. Man strahlt etwas aus, dass man auch nicht mehr im Außen die Dinge braucht, die einen zeigen wollen, was man im Innen übersieht. Wenn wir dann zum Thema ein praktisches Beispiel nehmen, Partnerschaften. Man zieht ja immer den Partner an, der gerade richtig ist. Das heißt, jeder will immer den richtigen Partner. Ja, ihr habt immer den richtigen Partner. Das Sein ist kein Fehler, Gott ist kein Fehler. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass das Leben im Falle der scheinbaren Identifikation eine Party sein soll. Nein, solange Identifikation da ist, geht es um Aufwachen.
all die Wegweiser, die Menschen, die Propheten, die den Weg mal vorgezeigt haben, die haben nicht als Dekoration gelehrt. Das gilt für jeden Menschen. Ob er nun dafür schon eine Bereitschaft hat oder nicht, spielt keine Rolle. Wie gesagt, man kann auch denken, dass man glücklich ist, ne? Wie viel Wert das hat, das wird man schon merken, früher oder später. Aber es ist Einheit, ganz klar. Und so kann der Mensch, indem er das Denken, den Körper und vor allen Dingen die Emotionen jetzt bewusst fühlt, erkennen, dass gar kein Unterdrücken mehr möglich ist. Das heißt, wenn man die Bewusstheit, wenn die jetzt klar ist, nicht als Objekt, sondern klar als, dass man die Auswirkungen fühlen kann, bewusst, ist der Frequenzbereich stimmig. Jeder Gedanke, jede Emotion, wie schlimm sie sich auch anfühlt, jede Körperempfindung, die daraus resultiert und alles, was diese Gesamtfrequenzausstrahlung im Leben dir gebracht hat, ist auf einmal zulassbar. Und dann ist da die Freude, das Sein, das Unbeschreibliche, die Einheit. Dann kommt und geht sie aber nicht mehr, weil da keine Emotion mehr ist, mit der du dich identifizierst und das scheinbar wieder rauswählst. Genauer gesagt, ist da keine Basisidentifikation mehr, die dich glauben lässt, dass du die Präsenz überhaupt haben kannst und fühlen kannst und verlieren kannst. Weil solange du glaubst, du kannst die Präsenz haben und fühlen und sie geht immer wieder, und dein Ziel ist es, den ganzen Tag die Präsenz zu fühlen, übersiehst du doch den Mangelfrequenzbereich, dass du etwas haben willst. Du willst den ganzen Tag bewusst sein. Haben wollen heißt nicht haben, heißt Mangel. Also strahlst du immer einen Mangel aus und erntest entsprechend auf relativer Ebene gesprochen. Und auch wenn das alles Einheit ist, ist es trotzdem der Selbstläufer, der jetzt anders passieren will, besonders in der heutigen Zeit, wenn ich es mal so sagen darf. Und so kannst du dann erkennen, ah, da ist das Ich, das denkt, ich kann nach innen gehen und die Präsenz fühlen. Ah, und was für ein Wunder, dass sie dann immer weggeht. Und das sind die Emotionen, die mich überhaupt haben suchen lassen und glauben lassen. Ah, und das waren die Körperauswirkungen, die ich dann irgendwie heilen wollte, obwohl die einzige Heilung letztendlich, also natürlich sollte man Proviant haben, bis man auf der Bergspitze angekommen ist. Aber auf der Bergspitze wird vieles abfallen, wenn man dann am Ziel ist. Und so gilt es auch für den Körper. Wie ich sagte, Gesundheit ist auch ein Frequenzbereich mit natürlich ein paar kleinen Ecken und Kanten, weil der Körper halt eine scheinbare Verbrauchsdynamik hat. Ne? Das muss man mit einkalkulieren. Und dann das Denken, die Emotionen, der Körper und das Umfeld fangen an zu heilen. Denn jetzt, wo alles bewusst gefühlt und wahrgenommen worden ist, wurde es zu dem, von dem es bewusst gefühlt und wahrgenommen wurde. Einheit, Frieden, alles, was dem Licht ausgesetzt wird, wird zu Licht. Und dann passiert ein neues Denken, ein neues Fühlen, ein neues Handeln, ein neues Dasein. Zum Wohle aller, aber als das Einssein, das scheinbar als Zweisein passiert. Und dann fallen im Leben die Dinge ab, die nicht mehr passen. Und die Dinge kommen, die passen. Und Dinge, die bestehen, können sich auf einmal auf mystische Weise wandeln. Und das alles zu verstehen, okay, hier zuzuhören und das zu verstehen, ja, ist gut, kann man machen, kann man sich auch aufschreiben, kann man alles machen. Den ganzen Tag alles zu verstehen und zu wissen, kann man machen. Aber letztendlich, erst wenn du die Emotionen bewusst fühlst, ist da die Tiefe, die dich sein in Klammern nicht konzeptuell wissen lässt, es gab gar kein Ich, das auf der weltlichen Ebene suchen konnte und sich dann für Spiritualität entscheiden konnte und das Einheit fühlen und verlieren kann. Dann ist klar, alles, was je ist, war und sein wird, ist dieses Unbeschreibliche, was wir manchmal gerne Einheit, Präsenz oder Stille nennen. Und da kann nichts kommen oder gehen. Und das Leben, so wie es ist, ist keine Reflexion von dem, sondern ist das. Du hast diese Präsenz nicht, die du spürst. Du bist die auch nicht. Es gibt nur das. Das Leben mit als Menschsein, mit Denken, Fühlen und Handeln und den wandelnden Formen, dem Schöpferischsein, das ist nicht etwas, was du dir aussuchen kannst oder lernen kannst oder tun oder nicht tun solltest. Es ist Einheit. Es ist der Selbstläufer als Einheit. Punkt. Und genau, ich hatte noch ein kleines Beispiel zum Thema Beziehung versprochen, was jetzt in diesem Bereich praktisch wäre.
Wenn du in einer Partnerschaft bist, wo es Reibungen gibt und dann zur Bewusstheit kommst, relativ gesprochen, da ist nur Bewusstheit. Und auf einmal siehst du deine Gedanken, du siehst die Muster und denkst dir jahrelang, ich sehe das, aber warum trotzdem mache ich immer wieder diesen Fehler? Warum trotzdem immer wieder komme ich in Konflikt mit meinem Partner, obwohl ich doch das alles sehe? Wie gesagt, die Emotionen fühlen, wenn sie da sind und sich nicht mitreißen lassen. Ne? Das wäre hier das Thema gewesen, Frequenzbereich. Und auf einmal siehst du es, verstehst es, aber fühlst auch die Emotion bewusst und kannst es sein lassen. Und dann reißt sie dich nicht mehr mit. Und auf einmal der Körper entspannt sich. Und dann kommt das neue Denken, Fühlen und Handeln. Dann kannst du eine harmonische Beziehung haben, genauer gesagt sein als die Einheit. Dann verstehst du, dass diese Reibungen davor eine Art Notwendigkeit war, um dir das zu zeigen, was du im Inneren nicht gesehen hast. Das heißt, Dinge, die du im Inneren nicht bewusst wahrgenommen hast, wird dir dann der Partner reflektieren, im Außen. Der wird genau das mitbringen, was dich vielleicht hier und da mal ärgert oder in Konflikt bringt, was du in dir nicht siehst. Und durch ihn konntest du es dann besser sehen und reflektieren oder auf der äußeren Ebene bearbeiten, indem du ihn so sein lassen kannst, wie er ist oder sie, und dadurch gleichzeitig deine inneren Zusammenhänge dadurch bereinigt hast. Das heißt, Heilung kann scheinbar von innen oder durch Zulassung von außen passieren, weil alles miteinander verbunden ist. Und dann bist du erfüllt, strahlst das aus, erkennst die Reibungen, die Höhen und Tiefen waren kein Fehler, sondern ein Reifeprozess, so wie auch ein Schwert ordentlich gefaltet und behauen werden muss, bis es stark genug ist und nicht zerbricht. So hat der Mensch auch seine Reibung gebraucht, um scheinbar zu einer Erkenntnis zu kommen, die sowieso schon ohne ein zweites ist. Und dann bist du bereit, das im Außen zu leben, was im Inneren und allgemein gesagt ohne ein zweites ist. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht es mit deinem Gegenüber aus? Hat er oder sie den gleichen Prozess gemacht? Das heißt, du kannst die Vergangenheit komplett loslassen und sagen, ja, alles, was war, Höhen und Tiefen, hat seinen Zweck gehabt, ist vergeben, fertig. Vergebung, ganz wichtig zu verstehen, ist keine Entscheidung. Vergebung ist ein Frequenzbereich. Wenn du bewusst bist, ist deine Natur vergeben, dann vergibst du automatisch. Dann ist für dich das, was ist, immer neu. Da siehst du einen Menschen, der hat sich Dinge erlaubt mit dir und jetzt im Beispiel zu bleiben, Beziehungen. Da sind Dinge passiert mit Höhen und Tiefen, wo du sagst, nee, das kann ich nicht mehr verzeihen, vergiss es. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in dem Moment, wo die Bewusstheit da ist, du erkennst den Sinn, du verstehst es, du weißt es und die Sache ist vergeben. Das heißt nicht, dass man zusammenbleiben muss, aber die Sache ist vergeben. Es herrscht Frieden. Das ist gewiss. Dieses gewiss. Frieden wird herrschen. Und dann in diesem Frequenzbereich, wo erkannt wurde, alles, was war, war notwendig, ist augenblicklich vergeben durch die Bewusstheit, siehst du immer wieder jeden Menschen neu vor dir. Das heißt, du hast dann in dem Fall, in diesem Beispiel, deinen Partner neu vor dir. Du bist mit ihm vielleicht 20 Jahre zusammen, aber auf einmal durch die Vergebung ist es so wie neu. Im ersten Moment begegnest du ihm. Du siehst ihn so, wie er ist, und du erkennst auch, dass er gereift ist, dass das Göttliche halt kein Fehler ist, dass man immer bekommt, was man scheinbar braucht. Wenn es dann auf der anderen Seite genauso gelaufen ist, dann nennt man das im klassischen Sinne oder vielleicht auch im teilweise kitschigen Sinne die passende Beziehung, die Seelenpartnerschaft oder wie man es auch alles nennt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit diesen Begriffen aus. Dann ist es halt diese bewusste Beziehung. Nehmen wir mal so ein Wort, was ein bisschen neutraler klingt. Wenn es nur von einer Seite jetzt so gelaufen ist, dass du jetzt jeden Menschen und jede Erfahrung neu betrachtest, weil einfach der Frequenzbereich jetzt da ist, dass Vergebung deine Natur ist und du erkennst, dass alles seinen Platz hatte und notwendig war, dass du mit dir in der Welt im Reinen bist und der andere nicht, der sagt, nee, du bist vielleicht jetzt hier offen, aber ich, nee, nee, ich verzeih dir nicht, dass du vorgestern zu spät gekommen bist und so weiter. Dann wird diese Beziehung abfallen und dann wird dass die Beziehung wieder auf dich zukommen, die dann zu dir passt, die ähnliche Prozesse, wie du durchgemacht hast. Und so sind vier Menschen nachher glücklich. Warum vier? Du bist glücklich. Das, was dann kommen wird, ist glücklich, weil es passt.
Das, was abgefallen ist, wird glücklich sein, weil es wieder etwas anziehen kann, was zu diesem Menschen passt. Und dann haben diese Menschen, die sich anziehen, die nicht verzeihen konnten, die Gelegenheit, noch einmal, ein zweites Mal, nochmal alles exakt zu durchleben, mit einer neuen Verpackung, um dann doch noch an diesen Punkt zu kommen, früher oder später, zu wissen, wer oder was man wirklich ist, so dass Vergebung der natürliche Zustand ist. Im Endeffekt, wie Christus so schön sagte, geht es um die Vergebung. Vergebung heißt, man spürt, dass da nur Einheit ist. Das ist ein anderes Wort für Vergebung. Das heißt, du kannst im Leben alles haben oder du kannst reifen und suchen. Durch die Bewusstheit bringst du nicht nur deine Gesundheit, deine Beziehungen und deine Finanzen alles mögliche in Ordnung. Das heißt, das Menschsein, ich habe mal ein paar Begriffe einfach mal genannt, ist natürlich vielseitiger als nur diese drei Beispiele. Und durch den Frequenzbereich des Suchens, die Vollkommenheit bleibt, ziehst du genau die Dinge an, die dir weiter im Außen reflektieren, was du im Inneren nicht siehst. Und dann kriegst du halt immer wieder die Chance zu erkennen, ah, das sehe ich im Außen nicht, deswegen ziehe ich die Umstände an. Dann lasse ich jetzt die Dinge im Außen einfach mal zu, nicht nur gedanklich, auch emotional. Fertig. Und dann ist da nur noch, was schon immer da war. Und dann wandelt es auch da wieder. Auf relativer Ebene bleibt das Leben wie ein Spiegel. Zeigst du zwei Finger, zeigt der Spiegel zwei Finger. Zeigst du drei, zeigt der Spiegel drei. Du kannst nicht mit Emotionen von Negativität identifiziert sein und dann im Außen alles picobello, das geht nicht. Das ist einfach der Prozess des Menschseins. Was du im Inneren nicht erkennst, kommt dir im Außen entgegen. Und wenn du es im Inneren erkannt hast oder das Außen zugelassen hast, das können wir auch den Reset nennen, den spirituellen Reset. Ja, das wollte ich noch mal ganz kurz als Beispiel angebracht haben. Und das ist auch ein Grund, warum manchmal auch Beziehungen, Entwicklungen haben, auch von Trennungen oder weiterem Zusammenbestehen. Es hängt immer von den Frequenzbereichen der Menschen ab. Es kommt immer darauf an, wenn beide sich in eine Richtung entwickeln oder nicht. Ob der eine mit sich im Reinen ist und immer wieder von neu anfängt, weil er immer alles neutral sieht. Oder ob der andere noch nicht vergeben und loslassen kann durch den Frequenzbereich, mit dem er sich identifiziert und dann halt noch an gewissen Dingen und Mustern nachtragend hängt und so, sind dann halt die Konflikte halt noch da und dann geht es halt für beide weiter und es werden immer mindestens zwei oder vier davon profitieren, wie bereits erwähnt. Gut, das war ein kleines Beispiel mal in diesem Bereich. Ja, dann denke ich, sind wir für heute durch. Ich wollte jetzt in dem Zeitrahmen hier nochmal kurz diese Dinge alle angesprochen haben. Ich freue mich weiterhin, wenn ich dir mit diesem Video dienen konnte und ja, freue mich auch weiterhin über Unterstützung, über ein Abo und bedanke mich somit und wünsche weiterhin, dass alle Menschen glückselig, gesund und versorgt sind. Und somit Namaste, danke und bis zum nächsten Mal.